Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Koalitionäre verteidigen offenen Strafvollzug gegen AfD. Grüne präsentieren ihr Senatsteam und das Wetter. Die Sonne hat auch in den nächsten Tagen durchaus eine Chance. Dafür wird es aber deutlich kühler mit Temperaturen um die 5 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 24. November 2016. Die künftige Berliner Koalition aus SPD, Linken und Grünen sowie der alte Senat haben den offenen Strafvollzug gegen Kritik der AfD verteidigt. Nur mit dem offenen Vollzug könne die Rückkehr der Gefangenen in die Gesellschaft ermöglicht werden, betonten Redner der 5 Parteien SPD, CDU, Linke, Grüne und FDP am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die AfD, die das Thema in der Aktuellen Stunde des Parlaments auf die Tagesordnung gesetzt hatte, warnte hingegen vor der Gefährdung der Sicherheit in Berlin. So warf der Abgeordnete Hans-Joachim Berg der künftigen Koalition vor, mit einem Ausbau des offenen Vollzugs eine Zersetzung des Rechtsstaates zu betreiben. SPD und Linke wiesen das in einer ersten Erwiderung scharf zurück und verteidigten den offenen Vollzug als beste Maßnahme zur Resozialisierung von Straftätern. Der ausscheidende CDU-Justizsenator Thomas Heilmann wies darauf hin, dass es in den 5 Jahren seiner Amtszeit keinen Fall einer echten Gewalttat durch einen Gefangenen gegeben habe, der sich im offenen Vollzug befand. Es war die erste große inhaltliche Parlamentsdebatte der neuen Wahlperiode. Die 3 künftigen Senatoren der Berliner Grünen stehen jetzt fest. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Ramona Popp wird Wirtschaftssenatorin, der Rechtsexperte Dirk Behrendt Justizsenator und die parteilose Generaldirektorin der Umweltorganisation WWF Deutschland Regine Günther übernimmt das Verkehrs- und Umweltressort. Die Personalien, die bereits inoffiziell bekannt waren, wurden am Donnerstag im Abgeordnetenhaus von der Partei- und Fraktionsspitze nun auch offiziell bekannt gegeben. Die Personalentscheidungen bedürfen aber noch einer Bestätigung durch einen Parteitag der Grünen am 3. Dezember. Die neuen Senatoren der künftigen Koalition von SPD, Linken und Grünen sollen in 2 Wochen ernannt und vereidigt werden. Neben der Politik gab es am Donnerstag auch einen bewegenden Moment im Abgeordnetenhaus. Der legendäre Luftbrückenpilot Gail Halvorsen besuchte das Parlament und wurde von allen Fraktionen mit viel Applaus geehrt. Zuvor war der 96-Jährige vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses Ralf Wieland und dem regierenden Bürgermeister Michael Müller begrüßt worden. Gail Halvorsen wurde weltberühmt, weil er seine Versorgungsflüge während der Luftbrücke nach Berlin auch dazu nutzte, den Kindern eine Freude zu machen. Während des Landeanflugs auf den Flughafen Tempelhof warf er an kleinen Fallschirmen Süßigkeiten ab. Dies wurde zu einem Ritual, dem auch andere Piloten folgten, sodass die Flugzeuge im Volksmund Rosinenbomber genannt wurden. Die neue rot-rot-grüne Landesregierung will die finanzielle Ausstattung der Berliner Bezirke verbessern. Der amtierende und wahrscheinlich auch künftige Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen kündigte in der Berliner Morgenpost zusätzliche Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro pro Jahr im Doppelhaushalt 2018-2019 für die Bezirke an. Das Geld werde eingesetzt, um die im Koalitionsvertrag vereinbarte Neuregelung der Zusammenarbeit des Landes mit den Bezirken zu finanzieren. Um die neuen Strukturen aufbauen zu können, müssten alle Beteiligten eng zusammenarbeiten, sagte Kollatz-Ahnen. Diese Kraftanstrengung kriegen wir nur hin, wenn jeder seinen liebgewordenen Stammplatz ein wenig verlässt. Geplant sind umfangreiche Neuregelungen, beispielsweise für Schulsanierung und Neubau oder die Organisation der Bürgerämter. Im folgenden Doppelhaushalt 2020-21 sollen es laut Kollatz-Ahnen sogar 120 Millionen Euro sein. Der Pilotenstreik bei der Lufthansa ist am Donnerstag fortgesetzt worden, wobei auch Tegel wieder stark betroffen war. Von 17 Flügen nach und von Frankfurt wurden 14 gestrichen, auch von den 16 Verbindungen mit München fielen laut Sonderflugplan 14 aus, wie ein Lufthansa-Sprecher sagte. Der am Mittwoch begonnene Streik wird laut der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit auch noch am Freitag fortgesetzt. Ein neuer Sonderflugplan wird dafür von der Airline noch erarbeitet. Passagiere sollen sich vor ihren Flügen aber auf jeden Fall online darüber informieren, ob diese auch stattfinden. Es ist der mittlerweile 14. Streik der Pilotengewerkschaft im laufenden Tarifstreit. Eine Schlichtung hat die Vereinigung Cockpit wiederholt abgelehnt.
Die Füchse Berlin haben am Mittwochabend mit 29:24 gegen den slowenischen Vertreter aus Velenje gewonnen. Dadurch geht das Team von Trainer Erlingo Richardson am Samstag mit einem 5-Tore-Vorsprung ins Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde, um in die Gruppenphase des EHF-Cups einzuziehen. In Slowenien konnten die Berliner auf eine starke Abwehr setzen und dahinter einem glänzend aufgelegten Silvio Heinevetter vertrauen, sodass technische Fehler im Angriff größtenteils ohne Konsequenzen blieben. Sportkoordinator Volker Zerbe zog nach dem Spiel ein letztlich positives Fazit. Es war das erwartet schwierige Spiel. Velenje ist ein heimstarkes Team. Glücklicherweise haben wir gut in die Partie gefunden. Unsere Abwehr stand stabil, vorne waren wir erfolgreich. Leider hat sich aber eine hohe Fehlerzahl eingeschlichen, die uns ein höheres Ergebnis verwehrt hat. Obwohl die Fehler nicht nachgelassen haben, konnten wir mit 5 Toren gewinnen. Jetzt haben wir alle Karten in der Hand, um am Samstag im Fuchsbau in die Gruppenphase einzuziehen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es in weiten Teilen leicht bewölkt und trocken. Das Quecksilber geht zurück auf 3 Grad. Und auch am Freitag bekommen wir die Sonne für mehrere Stunden zu Gesicht, allerdings nicht mehr zu den milden Temperaturen der vergangenen Tage. Die Tageshöchstwerte liegen bei gerade einmal 5 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Wochenende verdichtet sich die Wolkenlage wieder etwas. Es bleibt aber trocken bei Tageshöchstwerten um die 5 Grad. Am Montag lockert es dann bereits wieder auf und das Quecksilber sinkt weiter. Maximal 3 Grad erwarten uns. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.